Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Assetto Corsa, hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, Dem Ray. Und ja, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben, natürlich beim Porsche Pack 2, bei den kleinen Review-Videos, bei dem ich die einzelnen Fahrzeuge des Packs vorstelle. Und heute haben wir was für mich persönlich ganz, ganz Besonderes, nämlich den Porsche 911 GT1 98, ein Rennwagen, der, ja, Le Mans gewonnen hat, ein GT1-Rennwagen. Und für mich ist es was ganz Besonderes, weil ich finde, ja, ganz ehrlich, ich finde, das ist einer der schönsten Rennwagen, die es je gab. Ja. Frag mich nicht, wieso ich das so empfinde, es ist einfach so für mich. Ich finde diese Lackierung, diese Mobile One-Lackierung und einfach die Form dieses Porsche 911 GT1 finde ich einfach der Hammer. Ich weiß auch nicht, für mich ist es einfach irgendwie perfekt. Ja. Es ist irgendwie wunderschön geschwungen hier alles, es ist eine super geile Optik, es ist einfach eine mega, mega coole Form, es ist, ja, ich weiß auch nicht, es ist für mich einfach ein super schöner Rennwagen, muss ich einfach ganz klar sagen, und für mich einfach ein absolutes Highlight dieser Porsche 911 GT1. Ja, bevor wir gleich losfahren, beziehungsweise ja, wir sind hier tatsächlich in Le Mans auf einer gemoddeten Variante natürlich, offiziell haben wir leider Le Mans nicht im Spiel, aber wäre mal cool, wenn Assetto Corsa bzw. Kuno Simulazioni tatsächlich Le Mans mit ins Spiel bringt. Aber ja, die gemoddete Variante ist auch nicht schlecht. Link dazu natürlich in der Videobeschreibung. Ja, gucken wir uns das Fahrzeug aber mal vielleicht an, bzw. mal vielleicht kurz was dazu zu erzählen zum Porsche 911 GT1. Der GT1, der ist 96 eingeführt worden oder hat da seine ersten Rennen bestritten, war dann eigentlich auch in Le Mans schon eigentlich sehr erfolgreich, hat den zweiten und dritten Gesamtplatz eingefahren, beziehungsweise wurde Erster und Zweiter in ihrer Kategorie, in der GT-Klasse. Ja, damals gab es ja die GT-Klasse, gab auch die Prototyp-Klasse. Allerdings war die GT-Klasse und die Prototyp-Klasse nicht so wie heute klar getrennt, sondern da kam es halt auch schon mal vor, dass so ein GT-Renner genauso gut war oder vielleicht sogar besser. Jedenfalls, ja, das war die Eröffnungssaison, die 97er-Saison, die lief nicht so gut für den 911 GT1. Da gab es nämlich technische Probleme, da sind sie nämlich beide rausgefahren, die beiden rausgefallen, wie auch immer, technischer Defekt bei den beiden Fahrzeugen. Und 98 dann gelang der absolute große Coup, nämlich sie haben die 24 Stunden von Le Mans gewonnen, also beide Fahrzeuge, es waren immer zwei im Einsatz. Und ja, haben gewonnen, Gesamtsieg, ja, und das war das ganz, ganz Große, vor allem für Porsche war das halt ganz besonders, weil es müsste auch auf der Lackierung, glaube ich, vermerkt sein, zumindest wenn die Lackierung authentisch ist, so habe ich gar nicht geguckt, aber ich glaube, ja, sie haben es drauf, tatsächlich, nämlich hier, 50 Jahre Porsche, nämlich von 48 wurde ja die Marke gegründet, bis 98, das war natürlich dann super, super cool, dass zum 50-jährigen Porsche-Jubiläum dann auch dieser Gesamtsieg gelungen ist. Allerdings muss man auch sagen, ja, auch als Porsche-Fan darf man das nicht verleugnen, hatte Porsche in 98 auch viel Glück. Denn die Konkurrenz war ziemlich stark, nämlich der Mercedes CLK, ja, auch GT1-Klasse, dürfte dem einen oder anderen Begriff sein, vom Aufbau sehr ähnlich, ja, also klar, gleiche Klasse, war 97, kam der zum Einsatz, sehr, sehr stark und sehr dominant und war eigentlich das stärkere Fahrzeug. Porsche hat ja dann im 98er-Modell, das was wir hier sehen, nämlich der Porsche 911 GT1, sah am Anfang, also 96, 97, ein bisschen anders aus. Und für 98 haben sie dann diese Variante gebaut, weil sie einfach gemerkt haben, okay, wir gegen den Mercedes haben wir keine Chance. Mit dem hatten sie dann eine Chance. Allerdings war auch da der Mercedes trotzdem stärker unterwegs. Und dann sind aber die Mercedes ausgefallen in Le Mans. Und dann hat, beziehungsweise weil der Porsche einfach zuverlässig war, ja, der 98er, ja, haben sie dann halt eben den Gesamtsieg eingefahren, beziehungsweise den Doppelsieg eingefahren. Ja, vielleicht zur Änderung vom ursprünglichen 911 GT1 zum diesem hier. Bei diesem hier haben sie, erstens mal die Optik ist ein bisschen anders geworden. Sie haben unter anderem diese Lichter, die bisschen oder ähnlich dem der 996-Baureihe nachempfunden sind. Ja, da rührt es auch ein bisschen her. Also ein bisschen soll ja 993, 996 Optik soll ja mit drin sein, ja, also man kann es zumindest mal erkennen, ja, ich meine, da steht 911 im Namen, ja, deswegen, es ist, handelt sich hierbei um 911er, man sieht es auch hier in den Heckleuchten, ne? Das sind so diese typische Heckleuchtlichter, ja, und dann halt natürlich alles drumherum gebaut, ja, erinnert so ein bisschen an die Daytona-Prototypen, ja, der, zum Beispiel die Corvette, die es da gibt, das sieht ja auch so ein bisschen so aus, ne, einfach so ein Corvette-Lichter und Hecklichter und dann aber das so ein Ding drumherum gebaut, ja, nee, also wie gesagt, das ist hier der Fall. Und dann bei der 98er-Variante war das so, dass das komplette Chassis aus Carbon-Kohlefaser bestanden hat. Also da haben sie viel auf Leichtgewicht gesetzt. Das Fahrzeug ist auch, wiegt unter einer Tonne. Ja, wir haben 550 PS bei 950 Kilogramm Leergewicht. Wenn man vergleicht die 96er und die 97er-Variante, die
wiegt über eine Tonne. Ja, also da haben sie ordentlich nochmal Gewicht gespart. Sie hatten gut Leistung. Also das war schon ordentlich. Vielleicht auch gleich zum Motor. Was haben wir hier? Und zwar haben wir hier einen wassergekühlten 6-Zylinder-Boxermotor mit Twin-Turbo. 3,3 Liter, glaube ich, müssten es sein. Und ja, jetzt kommt die Besonderheit dieses Fahrzeugs. Und das ist auch der Grund, warum in den Porsche-Kreisen dieser 911er zum Teil nicht als echter 911er gilt. Denn erstens wassergekühlt, das war zu der Zeit auch nicht so typisch. Und vor allem Mittelmotor. Dieses Fahrzeug hatte einen Mittelmotor und das war natürlich untypisch 911, weil 911 ist eigentlich Heckmotor. Und da gab es halt natürlich viel, viel Kritik. Und ich muss sagen, dieses Fahrzeug ist eigentlich, kommt zur richtigen Zeit, muss ich sagen, denn die Kritik, die kommt gerade wieder ein bisschen auf. Denn vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen, Porsche hat vor wenigen Tagen den neuen Porsche 911 RSR vorgestellt, der ja ungefähr in der LM-GT-Kategorie unterwegs ist oder damals GT2 genannt oder GTE wird es ja in der IMSA genannt oder wird es da genannt? Naja, GTE, also GT Endurance oder GT LM halt, ist egal. Die damalige GT2-Kategorie, der neue RSR eben halt, ja, mein Gott. Und der hat auch jetzt wieder Mittelmotor, so wie der hier. Und da ist jetzt die Kritik auch wieder ganz, ganz groß, 911 darf doch keinen Mittelmotor haben und bla bla bla. Ich muss sagen, beziehungsweise zu dem Thema werde ich nochmal was sagen, denn den neuen RSR, den 2017er RSR, der jetzt erst vorgestellt wurde, kriegen wir im Monat im nächsten Porsche-Pack. Da werde ich auch nochmal ein bisschen was dazu dann erzählen, logischerweise. Aber ich finde diese Kritik, die da jetzt zum Teil geschrieben wird, von wegen, das kann man nicht machen, bla bla bla, finde ich Quatsch. Also sie haben es damals schon gemacht, mit Erfolg. Und ich finde einfach, man muss auch ein bisschen mit der Zeit gehen. Und klar, natürlich ursprünglich 911 hat Heckmotor, aber ganz ehrlich, für mich ist der 911 nicht der Motor oder wo der Motor sich befindet und sonst was, sondern für mich ist der 911 die Form und für das, was er steht, einfach für die Sportlichkeiten, Sportwagen einfach. Porsche Sportwagen 911 und ich denke einfach mal, das ist, ja, also ich möchte es nicht näher ausführen jetzt, wie gesagt, das machen wir dann im Monat, wenn dann das Review-Video zum neuen 911 RSR kommt, dann ist es nämlich passend. Aber ich wollte es einfach auch nochmal ganz kurz anschneiden. Vielleicht kann der ein oder andere sich ja dann bis im Monat auch schon mal einen Text ausdenken, was er dann schreiben will. So, seid gewarnt. Ja, es wird eine Diskussionsdebatte entstehen. Nee, hoffe ich nicht. Egal. Viel gequatscht, würde ich sagen. Wir fahren einfach mal ein bisschen. Alles Weitere kann ich ja dann noch erzählen, was es noch zu erzählen gibt. Und ihr merkt vielleicht schon, ich bin ein bisschen gehypt bei dem Fahrzeug. Es ist, wie gesagt, für mich optisch einer der schönsten 911er Rennwagen, beziehungsweise überhaupt Rennwagen von Porsche überhaupt. So, da sind wir jetzt im Cockpit und dann machen wir mal die Apps hier an und dann würde ich sagen, fahren wir mal los. Ja, wir haben jetzt wirklich viel gelabert, aber keine Sorge, wir fahren auch ein bisschen. Ja, das Fahrzeug kommt mit ABS von Haus aus, also ich habe wieder hier Factory-Fahrhilfen, deswegen lassen wir das ABS mal an. Traktionskontrolle gibt es keine. Und ja, wie schon gesagt, ist ein Boxermotor, also das ist schon mal Porsche-typisch. 6 Zylinder, auch Porsche oder 911-typisch. Und wir haben aber ein Twin-Turbo dabei, deswegen kommt da ordentlich Drehmoment an. Wir sehen auch bei der Essentials-App, bei der Ladendruckanzeige 1,3 Bar. 1,3 Bar kriegt da drauf hier. Und deswegen schießt das Ding schon ordentlich nach vorne. Wir müssen so, ich glaube 315, 325 km/h Topspeed ist, glaube ich, angegeben. Allerdings habe ich jetzt tatsächlich der Aerodynamik nichts geändert. Das heißt, wahrscheinlich haben wir ein bisschen zu viel Aerodynamik. Aber wir kriegen trotzdem 310. Ja, 310 kriegen wir drauf. Also nicht schlecht. So, jetzt müssen wir aufpassen, die erste Schikane kommt. Und klar, man könnte jetzt hier am Setup nochmal ein bisschen an den Flügeln was ändern. Am Getriebe habe ich was geändert. Weil das hat man gleich gesehen, dass das nicht reichen wird. Und da wären wir nur 270 oder so gefahren, aber das Fahrzeug fährt ohne Probleme, eben die 300, wie ihr gerade gesehen habt. Ja, das ist schon auf jeden Fall ein richtig, richtig übles Teil. Ja, und damals überhaupt, ich fand die GT1-Klasse damals sowieso überragend geil. Also es sind die, schade, dass es sowas eigentlich nicht mehr gibt, diese, das war ein bisschen schnell hier rein. Wir müssen ja aufpassen hier, das Auto jetzt auch nicht wegschmeißen. Nee, ich fand die damalige GT1-Klasse einfach hammer, hammer geil. Also wirklich die ursprüngliche GT1-Klasse. Und da sind ja, wie gesagt, der CLK ist da mitgefahren. Dann der Maserati MC12 zum Beispiel ist ja auch so ein bekannter Name davon. Ja, viele, viele, viele bekannte Namen sind da mitgefahren oder bekannte Fahrzeuge.
Und davon gab es ja auch immer eine Serienvariante, beziehungsweise wurde ja verlangt in der GT1 Klasse, dass es auch eine Serienvariante gab. Und so auch beim GT1. Es gab tatsächlich einen Serien Porsche 911 GT1, allerdings untypisch eigentlich Porsche. Also es ist nicht einfach so ein 911er gewesen, der auf Basis des normalen Carreras entstanden ist, sondern tatsächlich hier war es einfach so, die haben halt ein Fahrzeug gebaut, damit halt sie zugelassen waren, ja, dass es halt Straßenvarianten gab. Aber der wurde nicht auf Basis des normalen 911 entwickelt, wie es eigentlich typisch war, weil ein Porsche GT3 oder ein Porsche GT2 war ja immer auf Basis des normalen Carreras. Das war jetzt in dem Fall eben nicht so. Und wie schon eben gesagt, bei manchen Porsche-Fans oder Liebhaber zählt dieser 911 auch nicht tatsächlich als 911, weil er eben diesen Mittelmotor, wassergekühlten Mittelmotor hat. Das war ein Unding und ist es für viele immer noch, wenn man ja jetzt gerade aktuell, wie schon eben angeschnitten, mit dem neuen RSR jetzt merkt. Aber wie schon gesagt, das Thema, das greifen wir auf jeden Fall nochmal dann im Monat auf, wenn dann das dritte Porsche-Pack hier in der Assetto Corsa kommt und dann tatsächlich der 2017er, der ganz neue, gerade erst vorgestellte RSR dann mit ins Spiel kommt. Da freue ich mich schon riesig drauf. Aber ja, das möchte ich jetzt hier eigentlich nicht groß nochmal anschneiden. Das werde ich dort nochmal anschneiden. Und ihr könnt zwar in den Kommentaren dazu natürlich schon mal was sagen. Aber wie gesagt, ich würde euch auch darum bitten, vielleicht dann, wenn ich das Thema vielleicht dann anschneide, dann dort nochmal was dazu zu sagen. So, wir fahren jetzt mal durch die Porsche-Kurve ein bisschen. Da können wir eigentlich im dritten Gang hier rum. Muss aber erstmal die Strecke auch ein bisschen nochmal auschecken. Ja, es ist, weil es ja eine gemoddete Variante ist, ist es jetzt nicht lasergescannt. Deswegen ist die. Upsala, da bin ich ein Drehzahlbegrenzer. Deswegen ist der Ablauf der Kurven nicht so ganz, wie ich es kenne. Ja, ich meine, ich kenne Le Mans halt hauptsächlich von Forza Motorsport. Da bin ich ja unter anderem auch im 24-Stunden-Rennen gefahren, beziehungsweise haben es ja veranstaltet. Das ist nochmal ein bisschen was anderes. Ja, aber schon ein geiles, geiles Teil. Ja, fährt sich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also wirklich so wie so ein alter Rennwagen. Hat gut Power und... Ja, die GT1-Klasse war schon geil. Ich meine, es gab ja dann später nochmal eine andere GT1-Klasse. Da ist ja unter anderem dann der Lamborghini Murciélago RGT mitgefahren oder der vielleicht für einige bekannter der Aston Martin DBA 9. Das war ja dann quasi die GT1 Klasse, die später kam. Die war aber noch ein bisschen anders vom Aufbau her, ein bisschen Anführungsstrich seriennäher. Und das war so die ursprüngliche GT1 Klasse. Da ist ja auch, glaube ich, der McLaren F1 ja mitgefahren unter anderem. Und ja, das waren schon geile Renner. Ich finde es eigentlich schade, dass eigentlich kaum ein modernes Rennspiel oder Simulation die groß mit drin hat, muss ich sagen. Weil das sind so geile Fahrzeuge. Also das würde ich schon echt feiern. Vielleicht kommt ja in Assetto Corsa nochmal ein bisschen was in der Hinsicht dazu. Dass wir halt eben den McLaren vielleicht kriegen, den Mercedes. Ich glaube, Celine. Ne, der Celine kam später erst dazu. Aber Maserati gäbe es eben noch und so weiter. Also es waren schon richtig geile Renner. Nehmen halt gerade das Duell halt eben dieser 911 GT1 gegen den Mercedes CLK, den großen da. Das war schon geil. Boah, die Curbs sind ein bisschen hart. Ja, und ich würde sagen, an der Stelle gebe ich euch auch mal den Sound dieses 6-Zylinder Boxermotors 3,3 Liter Twin Turbo. Aus dem Cockpit klingt es jetzt nicht ganz so spektakulär wie dann gleich von draußen. Aber ich würde sagen, ja, ich gebe euch einfach mal den vollen Sound des Fahrzeugs. Viel Spaß an dieser Stelle.
Das war mal ein bisschen mehr wie eine Runde, mal mit vollem Sound aus verschiedenen Sichten. Ich denke, da hat man einen ganz guten Eindruck bekommen. Also klingt nicht schlecht, finde ich. Also ich meine, klar, da gibt es krassere Sounds. Aber ich meine, das zeichnet jetzt das Auto auch nicht in erster Linie aus. Ich denke, aber diese Mischung aus allem macht es so besonders. Und ja, was vielleicht noch zu erwähnen wäre, was mir jetzt gerade noch so eingefallen ist, ist, dass das Fahrzeug mit drei verschiedenen Reifenmischungen kommt. Also wir haben nicht nur einfach eine Mischung, sondern man hat hier tatsächlich drei Mischungen. Wir haben einmal eine Soft-Variante, eine Medium- und eine harte Variante. Also hier kann man tatsächlich auch mal ein bisschen spielen mit dem Fahrzeug. Und wie schon gesagt, würde sich hier Assetto Corsa da Cuno Simulazioni vielleicht irgendwie die Lizenzen ergattern und auch die Interesse haben, hier entsprechend die anderen GT1-Boliden damit ins Spiel zu bringen. Wäre schon geil. Also gerade so ein F1 von McLaren, dann eben, wie schon gesagt, der Mercedes. Wäre schon sehr geil, wenn er mit reinkommen würde. Dann eben Jaguar gab es ja noch. Und viele weitere. Das war schon eine geile Rennklasse auf jeden Fall. Und ja, der GT1 macht Lust auf mehr. Aber das ist halt, finde ich jetzt aktuell, das große Problem bei diesem Porsche Pack unter anderem auch. Ich meine, viele von euch wissen ja, was ja noch so in dem Porsche Pack mit drin ist.
Und das Problem ist, wir haben jetzt halt mit dem Porsche Pack zwar viele geile Fahrzeuge, viele geile Rennfahrzeuge, die an sich auch geil mal sind zu fahren, ganz klar. Ich meine, das macht schon Spaß. Aber wenn man jetzt Rennen fahren möchte, dann muss man schon fast gegen alleine antreten. Das heißt, wir haben halt eigentlich keine Konkurrenz mit dem Spiel. Das heißt, dieses Porsche Pack ist so mehr oder weniger der Vorreiter verschiedener Rennklassen. Und da fehlt einfach so ein bisschen jetzt halt die Konkurrenz dazu. Und das ist ein bisschen schade. Deswegen freue ich mich halt umso mehr ein bisschen auf das dritte Porsche Pack. Da sind dann zwar weniger historische Rennfahrzeuge drin, aber halt, wie schon angesprochen, zum Beispiel der neue RSR kommt halt mit rein. Und ja, in der GT2-GTLM-GTE-Klasse haben wir halt schon Fahrzeuge, da haben wir Konkurrenz. Und dann ja, macht es halt vielleicht auch mal Spaß, halt einfach mal so ein bisschen Rennen fahren, auch im Multiplayer oder halt gegen GDKI. Und das ist halt das, was jetzt halt so ein bisschen fehlt. Aber deswegen würde ich trotzdem nicht auf dieses Auto verzichten wollen oder auf diese Autos verzichten wollen, bin ich ganz ehrlich. Es ist schon geil, dass die einfach mit drin sind. Und wie gesagt, vielleicht ist es ja auch der Weckruf, dass eben andere historische Rennfahrzeuge in den gleichen Jahren ja mit dazukommen. Das wäre auf jeden Fall schon cool. So, ich würde sagen, die Runde fahren wir noch fertig. Und dann sind wir auch schon wieder fertig mit der Folge, mit dieser kurzen ersten Ausfahrt. Ja, also ich betone hier auch nochmal, ich fahre die Fahrzeuge auch hier in den Videos zum ersten Mal. Das ist auch für mich eine... ja, das war nicht so geil hier. Der ist aber nicht so gut gefahren. Komm. Das ist auch für mich eben so ein bisschen das erste Ersteindruck. Aber ich finde einfach bei diesen Reviews ist es gar nicht so schlecht, hier den Ersteindruck ein bisschen zu schildern. Jetzt mache ich hier eine Kacke hier. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt mache. Oh Gott. Habe ich hier die Ausrede, dass ich hier zum ersten Mal mit dem Fahrzeug fahre, gerade nochmal zur rechten Seite gebracht war? So. Nee, aber cooles Fahrzeug, wie gesagt, für mich optisch einer der geilsten Rennwagen, die es je gab. Weiß nicht, irgendwie kann es nicht erklären, warum, was mir jetzt so gut gefällt an einem Fahrzeug. Es ist einfach irgendwie so die Mischung aus allem, also auch mit dieser Lackierung. Ich glaube, eine andere Lackierung würde ich den gar nicht so feiern, aber einfach diese Lackierung in Verbindung mit der Form und allem ist einfach geil. Wahrscheinlich unabhängig von dem Fahrzeug finde ich halt eben diese alte GT1-Klasse, die ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe in dem Video, sehr geil. Das ist jetzt halt dann einmal in Verbindung. Ja, schon cool, auf jeden Fall. Zu schnell hier rein, da kommt ein bisschen der Arsch, muss ein bisschen aufpassen. So. Ja, und dann soll es das an der Stelle gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich hoffe, du hattest viel Spaß und ich würde mich freuen, wenn du auch morgen wieder dabei bist, wenn wir dann das nächste Fahrzeug des Porsche Pack 2 anschauen werden. Und ja, sei gespannt, was als nächstes kommt. Ich bin raus, vielen Dank fürs Einschalten und bis dann. Ciao!